Alter, der ruft mich einfach an, da kann ich jetzt nicht rangehen. Ich schmeiß mal kurz mein Handy weg. Gut getroffen auf jeden Fall. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf der Hi-Fi. Spielen wir die Map Howling Mountains und um genauer zu sein, spielen wir eigentlich Survival Games Heroes. Ganz einfach, ihr wisst ja Bescheid, dass Survival Games einfach des Todes abfuckt. Und ja, ich hatte letztens mal wieder zwischen Weihnachten und Neujahr, war das glaube ich. Richtig guten Tag auf jeden Fall von dem Typen, den ich auf Skype hatte. Und so wurde ich erstmal schön über die ganze Map mit seinem Teammate getargetet. Ich hatte so gar nichts für die, abgesehen von irgendwie Eisenschuhen oder so. Aber das ist natürlich auf jeden Fall genug Grund, um mich da für immer zu verfolgen. Na, richtig erbärmlich einfach von diesen Missgeburten gewesen. Scheißegal, ich hatte ja eben 6 richtig gute. Meine Schwester rein, da lädt er schon wieder. Na egal, ich hatte auf jeden Fall eben richtig gute 6 Survival Games Runden hier vor, also Survival Games Heroes Runden. Ich wurde auch nie von Hacker-Teams oder an sich Teams oder nur Hackern getötet, gar nicht wahr. Stelle ich euch vielleicht was Intro, vielleicht auch ans Ende vom Video. Auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Und ganz ehrlich, wenn sich irgendjemand fragt, warum ich so wenig Videos mache, da habt ihr den Scheißgrund, weil ich nichts aufnehmen kann, ohne von solchen Missgeburten getötet zu werden, ne? Ohne Spaß, ich habe so einen Hass auf alle Hacker bekommen langsam. Leider sind es überwiegend Araber, weswegen ich einen Araber-Hass verspüre so langsam, aber kann man auch nichts machen, ist halt so, ne? Ich meine, es ist ja halt so, dass die meisten Araber verfecken. Ich meine, was soll man sonst machen? Gibt zwar scheiße viele Deutsche, die hacken, aber ich kann mich schlecht selber hassen, beziehungsweise den Großteil meiner Freunde, weil es Deutsche sind. Ich habe natürlich auch arabische Freunde und so, gerade aus Clans und so, Rami ist cool und bla bla bla, aber auf jeden Fall, es ist ja trotzdem so, dass die ganze Drecksippe von denen einfach am Hacken ist, ne? Ohne Spaß. Ich peile es echt nicht mehr, ne? Es ist so. Oh, fällt da nichts zu ein, einfach gar nichts mehr. Naja, auf jeden Fall, ja, hatte ich halt eben so ein bisschen Motivation mal gehabt. Und dann habe ich mir gedacht, komm Erik, nimm's mal auf. Aber nach 6 Scheißrunden habe ich mir gedacht, okay, machst jetzt mal kurz Pause. Und jetzt ist halt die nächste Runde. Wenn ich diese Runde hier verkacke, lade ich es trotzdem hoch. Weil es zieht mir einfach schon wieder viel zu viel Zeit hier vom ganzen Allem. Ne? Weil ich muss heute noch 3 Präsentationen für die Schule fertig machen. Es wird jetzt übelst knapp, aber ich mach's jetzt einfach mal. Weil, keine Ahnung, deswegen halt. Und ja, vorne schon wieder ein richtig gut ausgerüsteter Typ, viel besser als wir. Wer übrigens diese Person auf diesem Schwert hier erkennt, der kriegt einen Keks, okay? Also schreibt es in die Kommentare, wenn ihr wisst, wer das ist. Also jetzt habe ich aber genug geflamed und jetzt können wir ein bisschen so über die Sachen reden, die ich erzählen wollte. Und zwar, der. Alter, ey, du bist so dumm, ne? Finn, dieser fette Lappen, spammt mich erstmal zu. Vor allem, spammt mich erstmal zu. Was schreibe ich denn mal zurück? HGW bist in der Rack. Dann weiß er, was gemeint ist. So, wahrscheinlich bleibt er jetzt gleich noch mehr, aber ist auch scheißegal. Wahrscheinlich kommt er irgendwas Zapfersapf oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten und auch ein schönes neues Jahr. Jetzt schreibt er auch noch Danke, Alter. Ja, den pushe ich noch irgendwann. Na, auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr ein schönes neues Jahr habt und natürlich einen guten Rutsch hattet und so weiter und so weiter. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben, was ihr so bekommen habt. Also zu Weihnachten jetzt, würde mich interessieren. Also für die, die es wissen wollen, ich habe zum Beispiel eine neue Tastatur bekommen, und zwar eine Rocket eSQ FX, die ist ziemlich nice, und auch einen neuen Bildschirm, und zwar ein 24 Zoller von Samsung, der weiß ist, und weiß ist sehr edel, finde ich, es sieht ziemlich cool aus. Und ja, also ihr könnt auf jeden Fall mal schreiben, was ihr so bekommen habt, würde mich interessieren, und natürlich habe ich noch andere Sachen bekommen, aber ich glaube, das ist jetzt so das, was euch auch interessieren wird. Oh, nice, ich habe die Hose noch bekommen. So, das war natürlich richtig. Ich habe gerade gedacht, die ist weggebacken, ne? So, mal hoffen, dass es kein Hacker ist. Der hätte einen Helm für uns, den wir brauchen. Das gefällt mir doch ganz gut. So, ich will das nochmal so. Jetzt habe ich hier perfekt ausgerüstet. Hoffe ich zumindest mal, dass wir den klatschen können. Das wäre nämlich echt schade, wenn nicht. Ich brauche eigentlich gar nichts essen. Oh, jetzt zieht er seine gute Rüstung an. Okay, esse ich doch was. Guckt Erik niemals in die Augen. Augenkontakt. Irgendwas passiert dann. Achso, dann. Ja, genau, da geht's in Dedos. Oh Mann, geil. So, mal gucken, dass ich den hier bekomme vielleicht. Das wäre nicht richtig cool. Beziehungsweise wäre das Standard, dass ich den jetzt töten kann. Den jetzt mal ein bisschen abschießen, weil ich habe die Pfeile halt. Nice. So. Nachher den Helm hatte ich gebraucht. Das brauche ich nicht. Die craften gleich nochmal zusammen. So, perfekt. Aber das brauche ich auch nicht. So. Ja, also wie gesagt, es würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was ihr so bekommen habt, weil es interessiert mich irgendwie schon ein bisschen, was ihr so bekommen habt. Und ich habe es ja auch so gesagt. Also, das ist halt nicht alles, wie gesagt, aber ich glaube, das ist das, was euch so interessiert. Ich glaube nicht, dass ihr euch für meine geile neue Bettwäsche interessiert, die richtig geil ist, ne? Und Spaß, ne? Die fühlt sich so gut an. Das ist irgend so ein. Meine Mutter hat mir gesagt, von was. Oder wie man diese Bettwäsche nennt.
aber ich habe den Namen leider vergessen. Das war irgendwas Komisches, irgendwas Lateinisches oder so. Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein richtig geiles, so irgendwie so fein geriffelt oder so. Keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Normalerweise gehe ich noch nicht so früh drauf, aber ich mache es jetzt einfach mal. Letzte Runde hat es auch richtig gut geklappt, auf jeden Fall. Und was ich noch erzählen wollte, ist, dass ich noch das Intro habe, und zwar von Tim und Tom. Ich weiß, dass sie Designer-Namen und so haben, oder keine Ahnung, dass sie ihre Channel anders heißen, aber ich finde es einfach witziger, Tim und Tom zu sagen. Und zwar hatte Tim die Idee dazu, mir ein Intro zu machen, weil, keine Ahnung, wollte er oder so, und dann hat ihm Tom geholfen. Tom hat das Cinema-Video gemacht und Tim hat dann das After Effects gemacht, soweit ich weiß, und hat halt die Idee, aber ich will mich jetzt nicht 2014 damit. Ja, ich mache jetzt eben Eisenschwert. Upp. Geht auf jeden Fall richtig schnell hier beim Craften. Müsst ihr mir nicht sagen, so habe ich. Ja, okay, nice. So, mal gucken, wie das so wird. Wie gesagt, egal was jetzt passiert, ich lade es hoch einfach. Auch wenn ich jetzt hier für diesen Deutschlander. Ne, ist ein Belgier, oder? Also, entweder hat er die Deutschlandflagge falsch rumgemacht oder ist ein Belgier. Ah, ne, die Belgienflagge ist aber auch anders. Okay, ich glaube, das soll ein Deutschland-Ding sein. Naja, okay, lassen wir mal so. Auf jeden Fall, ja, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ohne Spaß, ne, wieder solche Türken. In der einen Runde waren auch ein Türken-Dreier-Team, ne. Es ist zwar, ich brauche gar nichts dazu sagen, dass es ein Team ist, weil Türken, ne, ihr kennt es aus dem Real Life, die gehen immer 10 auf einen, aber auf jeden Fall war da halt ein Dreier-Türken-Team und ich habe das eigentlich nur von Dings gekannt. Ist das auch wieder ein Zwei-Team? Nee. Ich habe das eigentlich nur von MCSG gekannt, die Türken und so. Aber langsam kommen die anscheinend auch auf Hive. Ich hoffe mal nicht, dass irgendein großer YouTuber hier auf Hive aufgenommen hat, ne, weil das würde wieder richtig viel zerstören. Aber ist ja scheißegal, der Typ lag, brauche ich was von dem, nur die Schuhe eigentlich. Ich mache mir hier hinten so ein bisschen mit. Hoffe ich sie low. Weil man sollte eigentlich nur abstauben, hat Arslan mir gesagt. Und Arslan ist ja der beste Spieler in dem Spiel hier. Oder hat zumindest die meisten Wins. Oh Mann, das ist natürlich. Ich leg das Feuer einfach aus. Richtig, richtig GF auf jeden Fall gewesen. Das geile Schwert schmeißen wir noch nicht weg, weil das. Oh, ich liebe die Person, die da drauf ist. Na, ohne Spaß. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wer das ist. Ich kann es euch hier gleich nochmal zeigen. Hier, diese Person. Falls ihr das wisst, na, das wäre richtig episch. Klingelt das Telefon, der irgendwie hat irgend so ein Typ bei mir eben angerufen, als ich nicht da war. Ich hatte heute lange Schule. Ich bin schon seit Montag wieder Schule. Und deswegen hoffe ich einfach mal nicht, dass der jetzt für mich ist. Ansonsten wäre ich ein bisschen am Arsch. Oh, jetzt ist 1-1. Ich gegen den anderen Deutschländer. Der. Mit dem Deutschland Cape. Oh Mann, der gibt mir einfach Double Hits. Okay, er gibt mir übelst. Dann laufe ich doch erstmal ein bisschen. Wow. Nice. Da wird jetzt erstmal ein bisschen Bowschmeng fühlen, hoffentlich. Oh Gott. Kriege ich den? Ich weiß nicht. Nein, ich kriege ihn nicht. Nein, mein Telefon klingelt auch noch. Oh, ich bin so abgelenkt. GG. Alter, der ruft mich einfach an. Da kann ich jetzt nicht rangehen. Ich schmeiß mal kurz mein Handy weg. Gut getroffen auf jeden Fall. Ich hoffe, das ist jetzt nicht angegangen. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Und ich hoffe, euch gefällt das neue Intro. Das finde ich richtig cool gemacht. Und ich werde jetzt erstmal den Enchanted Crystal hier benutzen. Okay, natürlich wieder nichts bekommen, wie bei meinen anderen 3 Millionen Versuchen. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat. Wenn ja, dann schreibt doch mal Hashtag 2015 in die Kommentare, weil jetzt ist ja 2015 und so. Und es tut mir leid, dass ich schon wieder irgendwie nicht so motiviert war. In den anderen Aufnahmen war es echt besser. Aber ich meine, ich hatte 6 verfickte Hacker einfach. Das war so unwitzig, ne? Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Weihnachten und einen tollen Rutsch ins neue Jahr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einer weiteren Episode mal wieder. Nochmal danke an das tolle Intro und ich hoffe, ihr habt jetzt einfach nichts vergessen. Ach ja, mein letzter Banner, dieser neue Banner war von Geox Arts. Aber danke dafür, den habe ich jetzt rausgenommen, weil es ja kein neues Jahr mehr ist. Aber trotzdem nochmal danke, war auch richtig geil. Ja, ich hatte jetzt halt keine Aufnahme, weil keine Motivation und so, sonst hätte ich ihn schon früher erwähnt. Aber war auf jeden Fall auch ein richtig toller Banner. Und ansonsten hoffe ich einfach, wie gesagt, dass euch das Video gefallen hat und Hashtag 2015 und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einer weiteren Runde. Mal schauen, was auf jeden Fall nicht Survival Games ist. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und ciao, ciao.